In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du solche Keks-Ausstechformen gestalten kannst. Ausgangspunkt ist eine SVG-Datei, die ich mit einem anderen Programm hergestellt habe. SVG steht für Scalable Vector Graphics, ist also eine Vektordatei, bei der mit mathematischen Kurven die Form beschrieben wird. Ich beginne eine neue Datei. Ich klicke da auf diese Übersicht, neues Design. Und anstatt jetzt mit diesen Grundformen zu arbeiten, importiere ich eine Datei, tippe auf Datei auswählen und hier in meinem Dateibrowser sind zwei Vektordateien schon bereit. Die eine habe ich selber gezeichnet mit Vector, das ist ein einfaches Webtool für Vektorgrafiken. Eine Anleitung hierfür findest du in der Videobeschreibung, wie man zum Beispiel so eine Wolke macht. Und diesen Daumen, den habe ich im Netz gefunden. Also ich suchte nach SVG und Daumen bzw. Thumb für den englischen Begriff. Ich nehme jetzt also mal diese Wolke, tippe auf Hochladen. Hier könnte ich noch die Länge anpassen. Eigentlich reichen mir 100 mal 100 bei weitem. Importieren. Und nun habe ich da diese Datei. Ich kann sie auch noch etwas größer machen. Ich halte die Umschalttaste gedrückt, damit das proportional ist. Ja, vielleicht so die 60 mm ist sicher nicht schlecht. Und nun habe ich hier drüben ganz verschiedene Möglichkeiten, wenn da dieser Formbereich aufgeklappt ist. Im Moment ist das gefüllt, also diese Kontur, die beschrieben ist, die wird ausgefüllt als Fläche und hier wähle ich jetzt aber äußerer Strich. Und wie fett der sein soll, das kann ich da noch festlegen. Vielleicht etwa so. Ich mache es deutlich schmaler, vielleicht 3 mm hoch. Und das ist jetzt so quasi wie der Rand, an dem ich die Form halte. Und diese Form, die kopiere ich nun nochmals, weil ich will ja noch jetzt eine viel feinere und dafür höhere Figur haben, um dann effektiv die Form ausstechen zu können. Also das ist der Rand, den ich halte. Und die eigentliche Form, die wird dann in die Höhe gezogen. Ich mache nun also eine Kopie davon mit Duplizieren. Da gebe ich gleich eine andere Farbe, damit man das ein bisschen besser sieht. Und die Strichbreite, die setze ich etwas kleiner, kann ich auch nachträglich noch anpassen. Und dafür ziehe ich es ziemlich in die Höhe. Nehmen wir mal 25 oder so. Ich gehe ein bisschen näher ran. Im Moment ist diese Strichdicke immer noch zu groß. Das ist ein bisschen ein Experimentierfeld, weil das nicht mit Millimetern übereinstimmt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, was diese Zahl genau soll. Aber ich orientiere mich jetzt hier an diesen Millimeterangaben und ich will es vielleicht etwa einen Millimeter, also gebe ich mal 0,5 ein in diesem Fall. Also das ist so ein bisschen Gefühlssache. Ja, und damit ist eigentlich diese Form schon fertig. Ich wähle beide aus und füge sie zu einer Form zusammen mit dem Gruppieren-Befehl. Und nun habe ich diese Keksform schon bereit mit diesem Rand. Und die ist normalerweise auch recht schnell ausgedruckt, weil ja nur diese Umrisslinie gedruckt werden muss. Also es muss nicht noch innen gefüllt werden, wie bei geometrischen Körpern beispielsweise. Manchmal hat man aber auch eine Idee, die sich nicht so richtig mit einem Vektorprogramm umsetzen lässt oder mindestens wäre es sehr aufwendig. Und hierfür hast du beispielsweise das Freihandwerkzeug, das sieht so aus. Ich wähle das mal aus und platziere es.
Sobald du es auf die Bühne ziehst, so kommst du in eine zweidimensionale Oberfläche und ich zeichne da jetzt mal so die Umrisse so eines Geists. So, das soll mein Geist sein. Natürlich kämen da dann noch zwei Augen rein oder so. Und man sieht hier drüben auch gleich die Vorschau dreidimensional. Man sieht hier auch, dass ich da beim Absetzen des Stifts schon mal einen Punkt gemacht habe. Ich kann hier jederzeit dann auch wieder etwas radieren. Oder mit diesen Werkzeugen hier auch ganze Flächen entfernen. Das zeige ich gleich etwas später. Wenn ich jetzt auf Fertig tippe, so wird mir das in der Bühne angezeigt und du siehst gleich, wir haben hier ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich damit gar nichts mehr machen können. Also im Gegensatz zur Vektorfigur kann ich den Pfad nicht verbreitern und so quasi dieses Rändchen gestalten, das ich für die Keksform brauche. Die einzige Möglichkeit, die mir jetzt spontan einfällt, ist, diese Figur zu duplizieren. Ich mache das gleich und ich färbe sie auch noch anders ein, damit man es etwas besser sieht. Und jetzt hier wieder weiterarbeiten mit Edit Scribble, komme ich wieder in den Editionsmodus und hier zeige ich nun dieses Werkzeug. Mit diesem Werkzeug hier kann ich von der Form wieder Dinge abziehen. Man kann es sich schon etwas vorstellen. Es wird also quasi eine Fläche aufgezogen und die wird dann von der bestehenden Fläche subtrahiert. Ich mache da mal noch etwas weiter in diese Richtung. Du siehst, jetzt wäre es aber auf die falsche Seite gerichtet. Deshalb muss ich noch was ganz außen rumfahren. Und so ist es jetzt schmaler. Auch hier unten nochmals. Wenn es irgendwo etwas zu schmal geworden ist oder ein Loch gegeben hat, kein Problem, dann kann ich das wieder ergänzen oder auch nochmals hier zum Beispiel etwas präzisieren und da noch etwas dazufügen. Etwa so. Ja, es muss jetzt im Moment nicht so lupenrein sein, es geht mehr um eine Demonstration. Wenn ich auf Fertig tippe, so siehst du, kannst du jetzt diese Figur natürlich nach oben ziehen, auf die entsprechende Höhe und gemeinsam dann diese beiden Elemente vereinen mit dem Gruppieren-Werkzeug. Und so habe ich jetzt sicher nicht ganz so eine saubere Figur, wie wenn ich sie mit Vektoren zeichne. Dafür bin ich natürlich viel freier und es ist auch intuitiver in der Bedienung.